Hi und willkommen zu meinem Video. Ja, ich habe gerade so ein Erlebnis hinter mir, wo man sich auch so denkt, okay. Also, ich war gerade mit meinem Papa zusammen. Das war wirklich toll und ich habe voll den Spaß gehabt, zusammen schnell bei Müller und da habe ich Binden gekauft, neues Deo, habe Tee gekauft und dann habe ich mir noch gedacht, weil ich das gerne zu einem Video, neuen Videoformat machen wollte. Elena probiert, wäre der Titel dieses Formats gewesen. Und als allererstes wollte ich für euch mal Fertigkaffee, zwei verschiedene probieren. Ein mit Hafermilch, was ich zum ersten Mal probiert hätte, und ein ohne Hafermilch. Ja, auf jeden Fall habe ich das dann gekauft und ja, dann habe ich das alles in die Tüte gestopft und dann sind wir nach Hause gefahren. Hat mein Papa noch so zu mir gesagt, ja, ob ich denn noch bei ihm unten sein möchte und so. Und ich so dann, nö, ich muss hoch, ich muss zum Karnickel, ich muss mal gucken, wie es dem so geht. Und ja, ich bin so froh, dass mein Instinkt mir gesagt hat, dass ich hoch sollte. Auf jeden Fall bin ich dann oben gewesen und dann habe ich so die Tüte gefasst und dann war da so was Nasses und ich dachte mir nur so, hä, was ist denn das? Und dann habe ich nochmal in die Tüte gefasst, nochmal, immer, als das zweite rauskommt, immer noch nass, habe ich gesehen, der blöde Kaffee, der Haferkaffee ist volle Kanne ausgelaufen. Und ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen, ich habe ein paar Tröpfchen verloren, ne, ich spreche so wir haben Houston, der halbe Kaffee ist im Ding drin. Und habe ich jetzt gerade putzen müssen und zwar richtig. Ja, und dann habe ich so, da habe ich die Tüte, habe ich die Tüte gedacht, okay, die stelle ich jetzt einfach auf den Boden. Oh, weil die ist ja eigentlich, ist die dicht. Aber nein, ausgerechnet nehme ich die eine Tüte. Wir haben diese Tüte in 10 verschiedenen Varianten, in 5 Größen. Und es gibt eine einzige, die hat leider ein kleines Loch. Und ich muss ausgerechnet die mit dem Loch heute mitnehmen. Und dann war auch noch der Boden voll. Jetzt muss ich dann auch noch den Boden wischen. Und boah, ich sag euch, ich hasse sowas. Ich hasse es wirklich. Ich hasse es ja schon, wenn ich mich putzen muss. Aber wenn ich die ganze Umgebung putzen muss, da bin ich dann wirklich, ja, bin ich dann überfragt. Und da habe ich ja auch noch so einen Beutel Tee gekauft, also zwei. Ich hatte aber Glück. Einer war zum Glück oben drauf und war wirklich trocken. Auch mein Naschkram war trocken und auch noch die, und also bis auf eine Packung Binden waren auch die Binden komplett trocken. Da habe ich wirklich unendlich Glück gehabt, obwohl ich bei der Packung, die nass geworden ist, echt auch wieder blödes Pech gehabt habe, weil die auch noch oben offen war. Oh Mann, oh. Jetzt muss ich gucken, ob die Binden überhaupt noch benutzbar sind. Ja, und entschuldigt, falls ihr ein paar Außengeräusche hört, so wie Sägen, aber ich habe bei mir im Zimmer das Fenster offen, damit der Hase Luft bekommt und auch ich ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall, wie ging's? Auf jeden Fall habe ich jetzt dann noch die Tüte ausgewischt und dann habe ich sie bloß noch in die Badewanne gerade geschmissen. Und den Rest, den, ich sag's wie es ist, mache ich den berühmt-berüchtigten Elena-Move. Den Rest darf Mama machen. Ja, wie geht's mit meinem geplanten Format jetzt weiter? Also, ich denke, ich werde jetzt nachher, weil ich muss das jetzt leider doch heute aufnehmen und dann werde ich wahrscheinlich heute den ganzen Tag und die ganze Nacht wie ein HB-Männchen rumhüpfen. Also gar nicht schlecht, weil ich müsste noch eine Datensicherung machen und die könnte über Stunden dauern. Also von daher ist das nicht unbedingt die schlimmste Nachricht. Doch, doch, das passt. Ja, dann müsste ich in 3 Stunden ist das durch und dann kann ich die anderen zwei anschließen, dann passt es. Ja, doch. Ich könnte damit heute fertig werden. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, wenn ich dann noch den Kaffee dazu noch, ich weiß nicht. Vielleicht drehe ich das Kaffee-Video auch morgen, aber ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt machen soll, weil der Kaffee ist ja. Ich könnte ihn vielleicht mit Klebeband noch zumachen. Und zwar ja nicht in der Kühlabteilung, von daher kann ich es auch ohne Kühlung zumindest einen Tag lagern. Ja, ich glaube, so mache ich es, weil ich kann jetzt echt gerade keine zwei Kaffee jetzt heute trinken. Ja, auf jeden Fall, wo war ich bei meiner Putzaktion? Entschuldigt, ich bin noch ein bisschen wirr. Ja, und dann habe ich die Teebeutel.
Zum Glück habe ich den Tee schon mal gehabt und wusste, dass da innen drin so eine Alu-Packungsdingst ist. Und da habe ich den Teebeutel gerade mit dem Föhn so abgeföhnt, damit der wieder außen trocken wird. Habe zum Glück ja noch eine alte Packung gehabt und habe es dann da reingestopft. Habe die jetzt aber noch offen gelassen, damit es noch fertig trocknen kann. Und ja. Oh. Ich hasse solche Sachen wirklich. Ich kann es echt nicht ab. Aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie so lustig, weil es eben so eine Aktion war, wo man dann sagen kann, so, ja. Oh, boah, bin ich fertig. Knockout vom Kaffee. Das muss man auch mal hinkriegen. Ich meine, die meisten werden von Kaffee fit. Ich habe voll das Gefühl, ich habe jetzt gerade einen Knockout erlebt durch den Kaffee. Ja, ich muss auch sagen, ich bin heute für meine Verhältnisse, ich bin um 13 Uhr das erste Mal wach geworden, weil meine Mutter zu mir gesagt hat, wenn ich mit meinem Papa los will, dann muss ich früher aufstehen, weil der hat heute Sport. Fun Fact, Papa hat heute keinen Sport. Also, ja, hätte ich auch später aufstehen können. Aber wusste ich ja nicht. Und dann bin ich halt um 13 wach geworden. Und damit ich richtig wach werde, muss ich morgens immer meine Morgenrituale durchführen. Und das heißt, erstmal wach werden, dann nochmal ein bisschen auf dem iPod Filme gucken, Serien, was auch immer halt dann da möglich ist. Oder jetzt gerade im Moment schaue ich auf meinem Ostertablet sehr gerne Sachen an. Ein Spiel spielen, irgendwas machen, halt, um langsam wach zu werden. Dann stehe ich auf, dann gehe ich zu Leo, fütter den erstmal, dann gehe ich zum Zähneputzen, dann was trinken und dann bin ich meistens so wach. Aber heute bin ich irgendwie so fast gar nicht wach geworden und dann habe ich mir echt noch einen Kaffee aus der Maschine gezogen, damit ich wach werde, der dann übrigens ewig lang viel zu heiß war. Dann bin ich aber schon mit dem Kaffee nach unten getorkelt zu meinem Papa, um mit ihm zusammen dann loszugehen. Und dann sind wir losgegangen, haben einen echt tollen Abendmittag gehabt und dann kam diese Putzaktion und jetzt bin ich wirklich gefühlt kurz vor, ich penne wieder weg. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, ich sollte das vielleicht mal auf Video aufnehmen. Ja, gut. Dann habe ich jetzt alles euch soweit so erzählt. Und ja, ich würde sagen, ist euch auch schon mal sowas. Oh, hallo Leo. Ihr hört ihn zwar, ich höre ihn gerade hinter mir. Er möchte ein Leckerli. Hier. Entschuldige, meine Hände riechen nach Haferkaffee. Der übrigens nicht so geil, um Milo riecht. Mal schauen. Ja, ist euch auch schon sowas oder sowas in der Art passiert? Oder was hättet ihr jetzt gemacht? Also ich war in dem Moment erstmal ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readme@outlook.com. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!